darf Sie ganz herzlich begrüßen in Friedelsheim zusammen mit unserer Weinprinzessin Laura hier im Weingut Bonnet in den Räumlichkeiten der ersten Mannheimer Kochschule und darf Sie begleiten zu einer Reise durch Friedelsheim. Kommen Sie mit uns einfach auf eine paarminütige Reise hier einmal durch Friedelsheim. Wie sagt man hier doch so schön? Fröhliche Menschen und guter Wein sollten stets beisammen sein. Zum Wohl! Wir empfehlen, nach Friedelsheim zu kommen, Dampfnudel essen, weil wir machen den Teig noch selbst. Friedelsheim, ein Winzerdorf mit großer Vergangenheit. Der größte Sohn war Johann Kasimir, Pfalzgraf von Rhein und Kurpfalz. Und bekannt war auch unter dem Namen der Jäger aus Kurpfalz, der hier ein Schloss hatte und ein großes Jagdgebiet. Wir haben hier noch den Johann Kasimir Rundweg, der alle Stationen, die historisch von Bedeutung sind, abgegangen werden kann, der durchnummeriert ist und sie zu einem stündigen, anderthalbstündigen Rundgang also animiert. Und natürlich unsere Kirche aus dem 11. Jahrhundert, davor auf dem Platz der Bürgerbrunnen mit Figuren, gestaltet von Professor Gernot Brumpf. Ja, das sind hier unsere alte Schmiede. Das sind uralte Geräte, die ich von unserem ehemaligen Schmied aufgekauft habe. Als der starb, mussten die Leute nicht wohin mit dem Werkzeug. Und dann habe ich das die komplette Werkstatt aufgekauft. In der Annahme, ein Heimatmuseum zu machen. Ich war damals Vorsitzender vom Ortsverschönerungsverein. Und es lag mir halt am Herzen, dass die Sachen nicht weggeschmissen werden. Und nach einigen Jahren habe ich von der Gemeinde diesen Raum hier zur Verfügung gekriegt. Das war Bauhof früher. Und habe dann hier die Schmiede eingebaut, so wie es im Original auch war. Und nachdem es drin stand, musste das ganze Ding leben. Und ich habe früher mal Schmied gelernt. Und dann habe ich das wieder zum Leben erweckt. Und jetzt machen wir alle 4 Wochen, jeden vierten Samstag, Vorführungen für interessierte Besucher, um das Handwerk zu erhalten. Wir haben hier jährlich am Pfingsten am Burgweiher unser Weinfest am Burgweiher und der liegt natürlich am Burgturm und am Burgturm haben wir unseren Dreiburgenblick. Der Höhepunkt des Jahres, unser Friedelsheimer Kerwe mit der Kerweausgrabung und einem Umzug und dazu natürlich einen kostenlosen Weinausschank. Hoch die Kerbe zu leben. Hoch unser Dörf in unserer Pfalz, im Woi und die Liebe, der Herrgott, der Haus. Ich hoffe, Ihnen hat unsere kleine Reise durch Friedelsheim gefallen. Wir freuen uns darauf, Sie bald hier persönlich bei uns im Edelweinort begrüßen zu dürfen.